Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Natürlich beschäftigt uns alle nach wie vor die Lage in der Ukraine. Kein Zweifel, die Eskalation geht weiter und nimmt bedrohliche Dimensionen an. Der sogenannte Antiterror-Einsatz der ukrainischen Regierung hat bereits erste Todesopfer gefordert. Die Geiselnahme von Slawjansk ist ein weiterer unverzeihlicher Eskalationsschritt. Die Inspektoren sind auch nach unserer Auffassung unverzüglich freizulassen. Und wenn Russland tatsächlich einen Beitrag leisten kann, dass das passiert, dann sollen sie es bitte schön auch tun. Die Militärbeobachter waren im Rahmen einer zweifellos legalen Mission unterwegs. Aber natürlich, es muss auch gestattet sein, kritische Fragen zu stellen. Nicht alles, was legal ist, ist klug und angemessen. Wir haben in der Ukraine bereits eine von allen OSZE-Staaten getragene Beobachtermission. Warum musste parallel dazu ausgerechnet jetzt und ausgerechnet in der Ostukraine eine derartige Parallelmission gestartet werden? Und es ist auch unsensibel und wenig fürsorglich, unbewaffnete Bundeswehrangehörige dorthin zu schicken. Die Absicht unserer Bundesregierung, dies als alltäglich oder normal darzustellen, ist zwar nachvollziehbar, aber der gesunde Menschenverstand sagt uns etwas anderes. Jeder, der Augen im Kopf hat, sieht, dass die Lage in der Ostukraine explosiv ist. Und dass diese Parallelbeobachtermission durch Militärangehörige aus dem Westen zu diesem Zeitpunkt alles andere als eine vertrauensbildende Maßnahme sind. Was jetzt dringend notwendig wäre, vertrauensbildende Maßnahmen zu starten. Wir erleben gerade in der Ukraine die ersten Akte eines drohenden Bürgerkriegs, der mit allen Mitteln verhindert werden muss. Und es heißt auch, dass die EU ihre Rolle als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine und Russland und Amerika wahrnehmen muss. Wir haben ja immer kritisiert, dass die EU den Fehler gemacht hat, Partei zu ergreifen in der Ukraine und deshalb als Vermittler ausgefallen ist und auch ungeeignet war. Ich glaube, dass diese Positionierung im Laufe der letzten Woche bestätigt wurde durch die Wirklichkeit. Man kann nicht gerade sagen, dass die Außenpolitik auch der deutschen Regierung bisher zur Befriedung beigetragen hat. Diese Fehler könnte man jetzt korrigieren und tatsächlich die dringend notwendige Vermittlerrolle in dem Konflikt einnehmen. Die Verschärfung der Sanktionen gegen Russland ist unseres Erachtens ein falscher Schritt und führt nicht zur Deeskalation. Das können wir auch deutlich sehen. Die Gefahr besteht eher, dass Russland mit weiteren Eskalationsschritten antwortet. Ich glaube nicht, dass wir auf diesem Weg zu einem Friedensprozess weiterkommen. Es gibt im Übrigen auch innerhalb der Regierung offensichtlich Uneinigkeit über diese Maßnahmen. Wie wir heute Morgen an den Äußerungen von Gernot Eller auf der einen Seite und Axel Schäfer auf der anderen Seite ablesen konnte. Also wir sind da gar nicht allein mit unserer Position. Das bestärkt uns in folgender Feststellung. Eine etwaige deutsche Beteiligung an Sanktionen muss im Bundestag diskutiert werden. Das kann angesichts der Reichweite dieser Maßnahmen nicht die Regierung alleine entscheiden. Deutschland ist in einer anderen Situation als zum Beispiel die Vereinigten Staaten. Die sind weit weg. Wir sind hier an einer Schnittstelle. Kiew und Moskau sind näher an uns dran wie an New York oder Washington. Und deshalb ist es eine Angelegenheit, die demokratisch in den Deutschen Bundestag gehört. Und wir stehen da durchaus an der Seite großer Teile der Bevölkerung, die ein großes Unbehagen
hat, hier weitere Eskalationsschritte zu vollziehen. Ich glaube, die deutsche Bevölkerung hat kein Interesse an einem erneuten Kalten Krieg mit Russland. Und sie hat auch kein Interesse an der Eskalation des Konfliktes. Das freut uns auch sehr, dass offensichtlich das Friedensbewusstsein in der deutschen Bevölkerung angesichts unserer Geschichte in hohem Maße vorhanden ist und deshalb offensichtlich die Bevölkerung zum Teil vernünftiger ist wie Teile der politischen Repräsentanten. Zweitens will ich zum Problem Abbau der kalten Progression Steuerpolitik reden. In der Bundesregierung gibt es gerade offensichtlich ernsthafte oder weniger ernsthafte, schwer zu beurteilen, Tendenzen zur Abschaffung der kalten Progression. Das begrüßen wir. Wir haben immer gesagt, dass dieser sogenannte Mittelstandsbauch dringend abgebaut werden muss und es nicht sein kann, dass große Teile der Durchschnittsverdiener, der Facharbeiter, der Angestellten die Lohnerhöhung mit einer stärkeren Steuerbelastung bezahlen müssen und letzten Endes wenig oder gar nichts in ihrem Geldbeutel übrig bleibt. Und wir haben auch kein Verständnis dafür, dass auf Kosten der Mehrheit der Bevölkerung quasi der Haushalt saniert wird. Aber wir brauchen auch eine sozialgerechte Gegenfinanzierung. Und auch dort bleiben wir bei unserem Standpunkt. Ohne dass Reiche und Vermögende stärker belastet werden, geht es eben zu Lasten der ohnehin strukturell unterfinanzierten öffentlichen Kassen und Haushalte. Und es ist keinesfalls so, dass die etwas angestiegenen Steuereinnahmen auf die Dauer diese strukturelle Unterfinanzierung lösen können. Wir brauchen eine grundsätzliche Steuerreform, die damit beginnen muss, dass Verteilungsgerechtigkeit hergestellt wird. Diejenigen, die wirklich Millionen und Abermillionen auf der hohen Kante haben, müssen auch endlich in diesem Land in ausreichendem Maße Steuer bezahlen und zur Finanzierung des Gemeinwohls beitragen. Und es ist eines der großen Unterlassungssünden der Großen Koalition, darauf zu verzichten. Und dabei sind wir auch beim dritten Thema, nämlich der Klausur der Fraktionsspitzen von Union und SPD. Und bezeichnenderweise hat ja Volker Kauder schon angekündigt, dass das Thema Abschaffung der kalten Progression nach hinten geschoben oder beerdigt werden muss. Die, insbesondere die CDU will eine Debatte um die Steuergerechtigkeit in diesem Lande mit allen Mitteln vermeiden. Und Sie wissen ganz genau, wenn Sie wirklich an der Steuerpolitik was machen, dann müsste Steuergerechtigkeit hergestellt werden. Dafür steht diese große Koalition nicht. Und ich mache mal die Prophezeiung, sie wird auch am Ende der 4 Jahre nicht dafür gesorgt haben, bessere Steuergerechtigkeit herzustellen. Wer das nicht tut, Steuergerechtigkeit herzustellen, wird auch keine großen Spielräume für soziale Reformen haben, wird allerhöchstens Reformchen machen können. Und insofern könnte man eigentlich dieses Spitzengespräch auch absagen, das ja auf Kosten der Steuerzahler stattfindet. Ich glaube nicht, dass wir irgendeinen wegweisenden Beschluss aus diesem Spitzentreffen oder eine wegweisende Idee zu erwarten haben.